Rumänien, Anfang der 30er Jahre. König Karol II. Inspizierte in blütenweißer Uniform die königlich-rumänische Flotte. Als eine der Siegermächte des Ersten Weltkriegs hatte man seine Staatsfläche verdoppelt, präsentiert sich als aufstrebende europäische Mittelmacht mit Ambition zu größeren. Endlich will der deutschstämmige König aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen sein Land aus dem Schatten des ungeliebten Nachbarn Ungarn führen. Doch dazu benötigt er Verbündete. Der Hafen von Constanța, Stützpunkt der rumänischen Schwarzmeerflotte, war und ist ein wichtiger Umschlagplatz. Er spielte schon vor dem Zweiten Weltkrieg für Rumänien eine Schlüsselrolle. Der römische Philosoph Ovid schrieb hier wichtige Werke. Sein Denkmal sollte die kulturelle Westausrichtung des neuen Großrumänien beweisen. Ab 1940 war General Ion Antonescu der starke Mann in Bukarest. Er erzwang die Abdankung von König Karol, der Teile Siebenbürgens auf Hitlers Druck an den Erzfeind Ungarn abtreten musste. Der erst 19-jährige Kronprinz Michael wurde zum Spielball Antonescus. In der Krönungskirche wurde er als Nachfolger Karols zum nominellen Oberhaupt der 20 Millionen Rumänen gesalbt. Er passte den Deutschen besser ins Konzept. Die Strippen gezogen hatte bei diesem Coup die deutsche Botschaft in Bukarest. Mit Geheimdiplomatie wurde die hitlerfreundliche Regierung Antonescu installiert. Hitler hat in Antonescu sozusagen den einzigen Germanen in Bukarest sehen wollen. Antonescu hat ihm imponiert als eine militärische Figur, als einen durchaus geschickten Staatschef, dem es gelang nun, die divergierenden Kräfte in Bukarest zusammenzuhalten. König, Parlament, unterschiedliche Parteien. Ein Mann, mit dem man reden konnte, mit dem man auf gleicher Wellenlänge sprechen konnte. Aber Hitler hat gegenüber Antonescu natürlich auch gleichzeitig diesen inneren Vorbehalt gehabt, dass er ihm als Vertreter eines aus Hitlers Sicht korrupten, unterentwickelten Balkanlandes stammt, dem man letztlich nicht vertrauen kann. Ölförderanlagen. Darauf hatte Hitler es abgesehen. Rumänien besaß die größten Ölfelder Europas. Treibstoff, das war die Voraussetzung zum Führen eines modernen Bewegungskrieges mit Panzern. Siebenbürgen, darum ging es den Rumänen. Dort wollten sie ihr Territorium gegen den alten Rivalen Ungarn wieder vergrößern. Hitler hat die gegenseitige Antipathie zwischen Ungarn und Rumänien sehr gut ausgenutzt. Denn beide Länder wollten Hitler gefallen, indem sie der treueste Verbündete Deutschlands waren. November 1940, Antonescu in Berlin. Staatsempfang mit allen militärischen Ehren. Den Deutschen geht es um das Öl, den Rumänen um Land, Macht und Prestige. Um ein rumänisches Groß-Siebenbürgen als Belohnung und Beute nach einem siegreichen Krieg an der Seite Hitlers zu erreichen, unterzeichnet Marschall Antonescu in der Reichskanzlei den Bündnisvertrag. In gewohnt fantasievoller Uniform verabschiedet ein sichtlich gut gelaunter Göring Antonescu am Bahnhof. Die Nazis haben den Feldmarschall in der Tasche. Hitler hat Antonescu sogar überzeugt, Vegetarier zu werden und ihm dann für seine Küche speziell ausgebildete Köche aus Berlin geschickt. Ob es ihm geschmeckt hat, weiß ich nicht. Am 22. Juni 1941 griff Deutschland mit rumänischer Unterstützung die Sowjetunion an. Nachdem sie Bessarabien und die Bukowina zurückerobert hatten, kämpften sie weiter Seite an Seite mit den Deutschen.
Der rumänische Truppenanteil im Süden der Ostfront war mit insgesamt 14 Divisionen größer als der der meisten anderen Verbündeten Hitlers. Wir Rumänen glaubten an diesen Krieg. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir in den Kampf gingen. Wir hatten Bessarabien und Nordtranssylvanien verloren. Und das wollten wir zurückerobern. Dafür kämpften wir. Vorstoß Richtung Odessa. Die Deutschen ließen den Rumänen den Vortritt. Eine Ehre für den Verbündeten und eine Gelegenheit, Hitler zu gefallen und gleichzeitig den Rivalen Ungarn auszustechen, der ebenfalls auf deutscher Seite am Ostfeldzug teilnahm. Antonescu war in dieser Phase des Krieges sehr populär. Er galt vielen als Retter der rumänischen Ehre und des Stolzes. Zu lange hatten sie unter einer korrupten politischen Klasse gelitten, die zudem noch gewonnene Territorien zurückgegeben hatte. Er war der ersehnte nationale Retter. Marinemuseum Constanța. Symbol des maritimen Stolzes der Rumänen, aber auch seiner Probleme. Das Schwarze Meer wurde von der Flotte der Sowjetunion dominiert. Die Rumänen benötigten dringend moderne Schiffe und Waffen von ihren Verbündeten in Italien und Deutschland. Wenn man der Propaganda glauben wollte, klappte die Allianz. Ein gemischter Verband der deutschen und rumänischen Kriegsmarine verlässt seinen Stützpunkt. Er hat die Aufgabe, Minensperren zu legen und damit die Bewegungsfreiheit der im Schwarzen Meer noch vorhandenen sowjetischen Seestreitkräfte weiter einzuengen. Die Zünder werden eingesetzt. Deutsche und rumänische Matrosen arbeiten hier kameradschaftlich Seite an Seite. Propaganda und Wirklichkeit. Die Minen sind scharf. Die Rumänen bekamen nur veraltetes Kriegsgerät geliefert. Die U-Boote blieben ganz unter deutschem Kommando. Die rumänischen Tauchboote waren extrem anfällig. Sekundenabschnitten werden die Minen geworfen. Wie stand es um die menschliche Zusammenarbeit der Marinesoldaten und der neuen Verbündeten? Das war die Beziehung von einem Großen zu einem Kleinen. Der deutsche Offizier war arrogant, hielt Distanz. Manche deutsche Ausbilder schlugen die Rumänen. Sie waren ganz deutsche Zuchtmeister. Bukarest, der Sitz des Veteranenverbandes. Zwei Weltkriegsüberlebende, die als Kavalleristen den gesamten Ostfeldzug miterlebt haben, erinnern sich an die Waffenbrüderschaft. Sie haben zusammen mit den Deutschen gesiegt, aber auch die bitterste Niederlage erlebt. Stalingrad, die Schicksalsstadt an der Wolga. Die Schlacht um Stalingrad wurde zum Wendepunkt des Krieges. Stalin beorderte enorme Mengen an Material und Menschen in seine Stadt, die er Hitler keinesfalls überlassen wollte. Die Rote Armee stieß auf einen zunehmend erschöpften Gegner. Der Nachschub versiegte. Der einbrechende Winter tat ein Übriges. Die Frontabschnitte der Deutschen und der Rumänen kamen immer mehr unter Druck. Ihre Versorgungslage wurde immer dramatischer. Wir waren
Wir hatten nichts mehr zu essen. Da haben wir die Pferde erschossen, geschlachtet und in der Feldküche zubereitet. Rumänen und Deutsche haben sie gemeinsam verspeist. Winteroffensive der Roten Armee in Stalingrad. Der Kessel wurde enger, die Lage immer prekärer. Die Italiener wurden überrannt. Die Rumänen konnten ihren Abschnitt nicht halten. Später werden die Deutschen von einer Schweinerei sprechen und dabei die Verbündeten meinen. Hitler, Marschall Antonescu, Zar Michail, die Italiener, alle haben Hilfe versprochen. Doch die Hilfe kam nicht. In dieser Situation war sie unmöglich. Es waren einfach zu viele russische Panzer, die uns eingekesselt hatten. Wir hatten nur noch Maschinengewehre und unsere Pferde. Und die irgendwann auch nicht mehr, als wir sie aufgegessen hatten. Stalins Panzer rückten vor. Hitler tobte im fernen Berlin in der gut geheizten Reichskanzlei. Ein Sündenbock, ein Schuldiger für das Versagen, war schnell gefunden. Die Verbündeten, die feigen Italiener, Ungarn und Rumänen. Das angebliche Versagen der Verbündeten bei Stalingrad ist für Hitler natürlich eine wohlfeile Ausrede gewesen. Man muss schlichtweg etwa bei den Rumänen auch sehen, welche militärischen Möglichkeiten haben sie gehabt. Sie haben eine völlig überdehnte Front gehabt. Sie hatten nicht die Ausrüstung, um größere sowjetische Panzerangriffe zurückzuschlagen. Unter vergleichbaren Verhältnissen hätte auch eine deutsche Armee versagt. Kapitulation von Paulus 6. Armee. 90.000 Deutsche wanderten in Gefangenschaft und mit ihnen tausende Rumänen, Ungarn, Italiener. Die meisten von ihnen haben ihre Heimat nie wiedergesehen. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe. Von den Verbündeten keine Silbe. Das Schulschiff Mircea in Konstanza, das Schwesterschiff der alten Gorch Fock, war schon während der Tage von Stalingrad im Dienst. Dem Hafen, vor allem seinen Güterterminals, kam damals eine besondere Bedeutung zu. Hier wurde der dringend benötigte Nachschub für die zurückweichende Front verladen. Nach der dramatischen Wende von Stalingrad kam für die rumänischen Schiffe eine neue Herausforderung hinzu. Die größte Aktion der rumänischen Marine mit deutscher Luftunterstützung war eine Evakuierung. Darüber konnten auch die martialischen Bilder und die heldenhafte Musik nicht hinwegtäuschen. Es ging um das nackte Überleben, eine ruhmlose Flucht vor der Vernichtung, sowohl für Deutsche wie auch Rumänen. Trotz heftiger Angriffe verschiffte die rumänische Marine im Mai 1944 120.853 Menschen und 22.548 Tonnen Material von der Krim nach Konstanza. So ist es in den Kriegstagebüchern vermerkt. Ankunft der Truppentransporter. Die improvisierte Rettungsaktion für die eingeschlossenen Verbündeten war geglückt. Die wichtigste Aktion unserer Marine war die erfolgreiche Evakuierung der deutschen und rumänischen Divisionen von der Krim im Jahre 1944, trotz starker russischer Angriffe. Im Hafen von Konstanza war man stolz auf die Rettungsaktion, doch der Unmut der Rumänen über die Verbündeten wurde dadurch nicht geringer. Die versprochene Ausrüstung aus Italien und Deutschland war vorwiegend veraltetes Gerät.
Wollte oder konnte man dem ungeliebten Partner keine besseren Waffen geben? War das ein Ausdruck des Misstrauens gegen das Balkanvolk, das sich doch nur bewähren wollte, um gegen die verbündeten und zugleich verfeindeten Ungarn gut dazustehen? Rumänien als ehemaliger Kriegsgegner im Ersten Weltkrieg war politisch für Hitler nicht sonderlich interessant, aber wirtschaftlich und strategisch schon. Es war in Berlin klar, schon 1939, dass man ohne das rumänische Öl, das hatte auch der Erste Weltkrieg gezeigt, einen längeren Krieg nicht würde durchhalten können. Also man brauchte die Ölquellen Rumäniens, man brauchte aber nicht die Rumänen. Die Ölfelder bei Ploiești waren die ergiebigsten Europas. Pro Hektar konnte man 300.000 Tonnen Rohöl fördern. 10-mal so viel wie aus gewöhnlichen Ölquellen. Über die Donau wurde das schwarze Gold bequem und sicher nach Deutschland transportiert. Die Strategie ging auf. Doch Hitlers Krieg verlangte immer mehr Treibstoff. Die Deutschen wollten immer mehr Öllieferungen. Aber Rumänien wollte nicht mehr produzieren, weil sie Öl sparen wollten. Das Öl war in allen Planungen ein wichtiger strategischer Faktor. Eine Waffe gegenüber Deutschland und anderen Mächten. Und ausreichende Ölreserven sollten schließlich dazu dienen, das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Das deutsche Hauptquartier in Ploiești. Die Wehrmacht hatte die Kontrolle über die Ölfelder übernommen, angeblich um diese besser vor alliierten Luftangriffen schützen zu können. In Wahrheit ging es um die Kontrolle der kriegswichtigen Ressourcen. Die immer heftigeren Bombardierungen der Alliierten trafen das Rückgrat von Hitlers Kriegsmaschinerie. Das sah man jetzt auch in Bukarest. Die Rumänen vollzogen die Kehrtwende, die Russen standen vor der Tür. Antonescu wurde abgesetzt, verhaftet und in das Gefängnis von Jihlava gebracht. Der Diktator hatte als treuer Erfüllungsgehilfe nicht nur bei Hitlers Krieg, sondern auch bei seinen Verbrechen mitgemacht. Der Angriff auf die Sowjetunion war nur ein Vorwurf, dem er sich in seinem Prozess später gegenübersah. Über 300.000 rumänische Juden und mehr als 20.000 Roma schickte Antonescu gnadenlos in den Tod. Den Vormarsch der Roten Armee nach Rumänien konnte auch das Donaudelta nicht aufhalten. Schwimmend starteten sie einen Überraschungsangriff, in den selbst die Pferde mit einbezogen wurden. Es folgten verbissene Kämpfe um die Ölfelder. Vermisste Hitler nun den Verbündeten, der 3 Jahre an seiner Seite gestanden hatte? Die rumänischen Ölfelder waren sicherlich wichtiger als die rumänischen Soldaten. Zum Schutz der rumänischen Ölfelder hatten die Deutschen erhebliche Kräfte eingesetzt, die dann aber in einer gigantischen Katastrophe ja dann auch durch den Zusammenbruch in Rumänien verloren gingen. Die Rote Armee ließ sich nicht mehr aufhalten. Die brennenden Ölfelder waren ein Menetekel für alle Armeen Hitlers an allen Fronten. Der Verlust der rumänischen Ölfelder führte ja dazu, dass die Wehrmacht im Grunde genommen aufs Fahrrad umsteigen musste. Ein strategischer Verlust, der nicht mehr auszugleichen war. Die T-34-Panzer der Sowjets fuhren nun mit Benzin aus Ploiești bis nach Berlin. Die rumänische Armee marschierte an ihrer Seite bis Budapest. Im Land herrschte nervöse Ungewissheit. Hinter dem inszenierten Jubel verbargen sich Angst vor Übergriffen der Roten Armee und Enttäuschung darüber, vom Westen im Stich gelassen worden zu sein. Rumänien wurde zu einem Satellitenstaat Moskaus, erhielt aber kleine Freiheiten. Das nördliche Siebenbürgen bekam man von Ungarn zurück. Der Preis waren Hunderttausende Tote, ein zerstörtes Land und danach 45 Jahre Kommunismus. Antonescu wurde der Prozess gemacht.
Ein eigens geschaffener rumänischer Volksgerichtshof verurteilte ihn als Kriegsverbrecher zum Tode durch Erschießen. Das Urteil wurde am 1. Juni 1946 um 18.06 Uhr im Gefängnis Jelava vollstreckt. Seine Asche wurde in alle Winde verstreut.